Die Opposition glaubt, dass Europa für die Menschen da sein sollte, dass wir ein Europa der Menschen brauchen und dass wir deswegen vor allem die Partizipation sehr stark hochhalten sollten. Und das, meine Damen und Herren, glauben wir, ist auch die tatsächliche Aufgabe des EU-Parlaments, während die tatsächliche Politik immer noch von den Nationalstaaten im Ministerrat gemacht wird. Darauf werde ich später eingehen. Und deswegen sagen wir, dieses EU-Parlament hat eine ganz andere Aufgabe als ein Bundestag oder ein anderes nationales Parlament hat. Ich habe einige Sachen integriert, zuerst noch einige Sachen zu Per, der zuerst mal einfach behauptet hat, EU-Vorteile sind nur sehr langfristig sichtbar. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die SMS jetzt billiger ist, dass ich reisefrei habe, dann sind das Sachen, die tatsächlich auch da sind, und wir sehen natürlich auch, dass das auch bei vielen Menschen ankommt. Wir glauben, dass die Menschen, die zuerst einmal EU-feindlich wählen, gar nicht grundsätzlich gegen die EU sind, sondern dass sie oftmals kleine Punkte haben, die sie auszusetzen haben und die ihnen dazu führen, dass sie tatsächlich dagegen wählen. Das heißt, diese Leute, wie ich später dazu kommen werde, wenn wir ihnen nun diese Möglichkeit ausgeben, diesen Protest auszudrücken, dann glauben wir, dass sie tatsächlich ganz von der EU abwenden, weil dieses Feindbild tatsächlich bestärkt wird und bestätigt wird, was sie tatsächlich haben. Jetzt zu diesem Punkt der Eröffnung Regierung, dieser Zerstörung von Ihnen. Das habe ich ja in der Zwischenfrage schon gesagt. Wir glauben, dass es aus unterschiedlichen Richtungen kommt, auch wenn die von rechts kommen. Kommen die aus unterschiedlichen Richtungen von rechts. Manche sind marktradikal, andere sind eher sozialistisch. Da gibt es ganz andere Sachen. Gerade weil die national organisiert sind, weil die ja auf die Länder-Ebene sozusagen beschränkt sind, ist es sehr schwer, dass sie zusammenarbeiten, dass sie zum Beispiel eine Fraktion bilden, und wenn, dann sind sie da sehr, sehr klein. Wenn wir uns auch uns sehr zerstritten, wenn wir uns jetzt tatsächlich dieses Wahlergebnis anschauen, dann sagen wir, dass eben gerade kein so riesiges Problem, sondern es war ein riesiger Erfolg, dass trotz dieser massiv schlechten Lage, die wir da hatten, die Guten gewonnen haben und sozusagen die EU-positiven Parteien mit 70% errungen haben. Und nun noch die Sache, die hier auch wieder aufkam, dass gesagt wurde, ja, die wollen Frankreich den Franzosen, das sagen wir auch immer, es sind oftmals Sachen, die kritisieren. Das heißt, es besteht irgendwie ein Problem. Und diese Parteien, die greifen ja auch gerade dieses Problem auf, damit sie gewählt werden. Und deswegen glauben wir, stimmt das, was die erste Opposition gesagt ist, dass gerade dieses Problem, was es ist, was diese Wähler nicht zu grundsätzlichen EU-Gegnern machen, dass wenn diese tatsächlich dann in dem Parlament drin sind, dass sie dann dieses Problem auch ansprechen können, dass man das dann auch mit in den Meinungsprozess aufnimmt. So, Sie können das zum Beispiel einfach einbringen, und wir glauben, dass gerade das, was die erste Opposition gesagt hat, dann sehr, sehr gut. Also, was ist jetzt die Aufgabe des EU-Parlaments? Wir sagen, das ist eine Tatsache von der Verfassung vorgegeben, dass die Politik vor allem vom Ministerrat ausgeht. Das ist das erste gesetzgebende Organ. Das Parlament kann manchmal zustimmen, kann vielleicht noch was einbringen. Das weiß ich hier tatsächlich. Das geht tatsächlich davon aus, wenn man sich anschaut, tatsächlich die Realitäten, dann ist Merkel wichtiger als jeder Martin Schulz das jemals sein könnte, dann geht das tatsächlich davon aus. Und dazu jetzt zu Peer, der sagt, es gibt diese Blockparteien, da sagen wir, das ist auch von der Satzung im Prinzip so vorgegeben, weil nämlich die großen Parteien auch die Regierungschefs bilden, und die machen tatsächlich die Politik, wenn sie sich da treffen und überlegen, was machen sie. Das heißt, da ist schon mal vorgegeben, wenn jetzt hier in Deutschland die große Koalition ist, dann könnte tatsächlich die SPD überhaupt gar nicht im EU-Parlament irgendeine Koalition eingehen mit den Grünen, was ihnen da wahrscheinlich vorschwebt, und auf einmal die eigene Politik machen, weil das letztendlich über Merkel läuft, und Merkel muss dann mit Hollande verhandeln, und letztendlich müssen dann diese Parteien miteinander hingehen. Müssen die da machen. So, wozu ist das Parlament stattdessen da? Das ist da, um die Menschen mitzunehmen, um Ideen aufzunehmen, die von den Menschen kommen, um in diesen Prozess einzuspeisen und um tatsächlich hier vielleicht auch ein Korrektiv letztendlich zu bilden, wenn da irgendwas durchläuft. Und wir sagen, das ist hier ganz, ganz wichtig, und das ist im Übrigen auch der Grund, wieso wir dort keine 5%-Hürde haben, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, hier geht es nicht darum, dass wir eine möglichst effiziente Politikmaschine haben, so wie es die Regierung hier haben will, sondern wir wollen Partizipation haben. Da finden wir es okay, wenn dann Piraten drin sitzen und der Tierschutzbund und vielleicht sogar diese Parteien tatsächlich da drin sitzen, und zum Beispiel auch die NPD. Die Piraten und Tierschutzpartei haben halt auch tatsächliche Meinung zu bestimmten Themen und beeinflussen Gesetze, wohingegen ihr meine Frage, was diese Parteien im Parlament machen, ja konsequent nicht beantwortet. Was ist denn eigentlich die Grunddifferenz, wenn wir jetzt CDU und Linke haben, die politisch sich untereinander aussetzen können, statt sich nun zu verteidigen? Warum ist das nicht fest? Ja, weil sie es
sozusagen, weil die Politik sich da nicht ändert. Und du sagst jetzt, der eine, wie gesagt, weil die Politik vor allem vom Ministerrat geht und ohne den Ministerrat funktioniert er auch nicht. Was ändert jetzt der eine, der vielleicht sich gar nicht tatsächlich am Prozess beteiligt, aber irgendwie da ist und sich dazusetzt? Und das ist genau dieser Partizipationspunkt, dass Leute, die tatsächlich die EU vielleicht aktuell nicht so gut finden oder die auch einzelne Teile davon nicht so gut sehen, dass sie sich da mitgenommen fühlen, dass sie wissen, da ist einer, den habe ich gewählt, der sitzt da drin, der hört sich dazu, vielleicht geht er nicht immer hin, aber dann liest er sich das wenigstens durch und wenn er kann, dann kann er da zu diesen Ausschüssen gehen. Die meisten, glauben wir, die gehen da auch tatsächlich hin, weil sie ja auch gewählt werden und auch wieder gewählt werden wollen. Das heißt, das Feindbild, wenn jetzt auf einmal jemand hingeht und sagt, ihr habt das immer gewählt, jetzt dürft ihr das nicht mehr wählen, wird gestärkt. Es geht tatsächlich gegen die EU und was machen die jetzt bei einer EU-Wahl, wo sie jetzt auf einmal das, was sie das letzte Mal gewählt hätten, nicht mehr wählen dürfen, werden die dann irgendwas anderes wählen? Wahrscheinlich nicht, sondern sie gehen bei dieser EU-Wahl überhaupt nicht mehr zur Wahl. Das finden wir schon mal schlecht. Und dann sagen wir, es geht noch einen Schritt weiter, denn wenn dann die nationalen Wahlen sind, dann wählen sie natürlich diese Partei erst recht, weil sie aus Protest gegen die EU vorgehen und weil sie dann tatsächlich sagen, jetzt wähle ich hier tatsächlich diese extreme Partei. Und das ist, wie ich auch schon in der Zwischenfrage angekündigt habe, ja gerade das Problem, dass diese nationale Ebene, dass die tatsächlich auf die EU übergreift, dass hier dass letztendlich, wenn jetzt in Frankreich auf einmal die Rechten stärker werden, dass das auch ein Problem für die EU ist und dann tatsächlich im politischen Prozess vorgeht. Und da wurde hier auch ganz wirklich was darauf gesagt, wieso denn das jetzt auf einmal weniger schlimm sein sollte. Außer eine Sache, und das ist die Sache, wir wollen, ja, Frankreich kann ja einfach generell austreten. Und das ist etwas, was wir grundsätzlich ablehnen. Wir wollen nämlich, wir sagen, die Ziele der EU, die wir haben, das ist vor allem Frieden, das ist wirtschaftliche Stärke und das ist Stärke in der Außenpolitik. Die können wir nur erreichen, wenn wir möglichst viele Parteien, möglichst viele Länder mit im Boot haben. Und das lassen wir uns nicht weggeben. Wir wollen möglichst viele Menschen mit dabei haben, die sich hier gestärkt fühlen und die nicht gegen die EU, die Gedanken gegen die EU haben. Und wir wollen möglichst viele Leute dabei haben, möglichst viele Länder. Nur dann kann die EU stark sein, auch wenn das Parlament dann ein bisschen länger braucht, um die Entscheidungen zu fassen. Die Leute, die müssen ja auch nicht diese rechten Parteien wählen sozusagen. Wenn jetzt jemand austreten will, ist ja okay, aber das Problem ist, dass der Antrag gerade dazu führt, dass das verstärkt wird, dass die Leute sich von der EU abwehren. Wir glauben, dass das gerade der falsche Weg ist, den die Regierung hier vorschlägt, dass sie sagt, ihr entweder ihr geht raus oder ihr müsst komplett mit allem dafür sein. Wir sagen, man kann Kritik üben, es ist wichtig, dass sie sich gestärkt fühlen und dass sie nochmal über die EU nachdenken und sich letztendlich dann nicht von der EU abwehren. Das muss es uns wert sein. Und deswegen gehen wir an.